An dieser Stelle beantragen die Koalitionsfraktionen gemäß § 59 Absatz 6 unserer Geschäftsordnung die Reihenfolge der Tagesordnung zu ändern und die Dringlichkeit zu Punkt 14a vorzuziehen. Gibt es hierzu Widerspruch? Gibt es? Gibt es hierzu einen Aussprachebedarf? Gibt es? Dann eröffne ich die Aussprache, Herr Zillig, zur Geschäftsordnung. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, gegen einen solchen Antrag spricht, dass die Präsidentin, und darum würde ich bitten, in Anwendung der Geschäftsordnung, in Ausnahme vom Grundsatz eines Endes spätestens um 19 Uhr die Sitzung verlängern kann. Ich denke, die Voraussetzungen für eine solche Ausnahme von diesem Grundsatz liegen vor. Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Grundlage für den Ausnahmevorliegen durch die Regierungserklärung. Es kann dahingestellt bleiben, ob sie vorliegen durch eine Regierungserklärung und zwei Volksinitiativen. Aber ich denke, mindestens und spätestens durch eine Abstimmungspanne, wie wir sie heute erlebt haben, muss man sagen, dass die Voraussetzungen für eine solche Ausnahme vom Grundsatz vorliegen. Und ich denke, dass die dadurch versäumte Zeit, ich glaube, das waren so circa 30 Minuten, hier fortgesetzt werden können, verlängert werden können, und dann haben wir gar kein Problem damit. Gegen diesen Antrag spricht des Weiteren, dass wir kein Interesse daran haben, einzusteigen in eine Praxis, wo das Prozedere der Verteilung von Redezugriffen und Redezeiten, wie wir jedenfalls die übergroße Mehrheit dieses Hauses worauf wir uns verständigt haben im § 64 dieser Geschäftsordnung, das auszuhöhlen dadurch, dass nach politischer Opportunität und nach Mehrheit genau diese Zuteilung von Redezeiten und von Redezugriffen hier geändert wird. Zumal es nicht nötig wäre, weil man diese Ausnahme vom Grundsatz des Endes zulassen kann. Nun handelt es sich hier im Einzelnen bei diesem Vermögensgeschäft in der Tat um ein Geschäft, wo Schaden dadurch entstehen könnte, wenn wir es heute nicht abschließen. Das ist richtig. Und wir haben kein Interesse daran, dass wegen eines Geschäftsordnungshickhacks und wegen sozusagen der, ja, wie soll man es sagen, festgefahrenen Positionen und sozusagen nicht einer, wie ich finde, möglicherweise angemesseneren Umgang mit der Geschäftsordnung hier Schaden entsteht. Deswegen würde ich meiner Fraktion empfehlen, sollte diese Abstimmung so durchgeführt werden und die Präsidentin meiner Bitte nicht folgen, sich in dieser Abstimmung zu enthalten. Gleichwohl möchte ich noch mal betonen, dass ich der Auffassung bin, dass die Grundlage für eine Ausnahme vom grundsätzlichen Ende 19 Uhr gegeben sind und dass man dieser Ausnahme auch mit dieser begrenzten Sitzungsverlängerung Rechnung tragen soll. Vielen Dank, Herr Zillig. Ich erlaube mir an dieser Stelle die Anmerkung, dass es zunächst mal um den vorliegenden Antrag auf Änderung der Tagesordnungsreihung geht. Möchte ein Vertreter der beantragenden Koalitionsfraktion eine Gegenrede halten? Dann. Ja. Ja. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt. Meine Damen und Herren, ich würde gerne fortfahren. Es liegt ein Geschäftsordnungsantrag vor. Es ist die Aussprache darüber eröffnet worden. Es ist eine Rede gegen den Geschäftsordnungsantrag gehalten worden. Und wir kommen jetzt zur Abstimmung darüber. Es liegt der Antrag vor, gemäß § 59 Absatz 6 unserer Geschäftsordnung die Reihenfolge der Tagesordnung zu ändern und die Dringlichkeit zu Punkt 14a vorzuziehen. Ich bitte jetzt um das Handzeichen, wer für diesen Geschäftsordnungsantrag ist. Das ist die Fraktion der SPD, die CDU-Fraktion und der fraktionslose Abgeordnete. Gegenstimmen. Ich sehe einige Gegenstimmen aus dem Kreis der Piratenfraktion. Enthaltungen. Und aus dem Kreis der Grünen-Fraktion. Verzeihung. Enthaltungen. Das sind die Fraktionen der Linken, die übrigen Mitglieder der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die übrigen Mitglieder der Fraktion der Piraten.
Damit ist dieser Antrag so angenommen. Wir ziehen also den Tagesordnungspunkt 14a vor. Ich rufe ihn hiermit auf. Das ist die dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses auf der Drucksache Nummer 17-1580 zur Vorlage zur Beschlussfassung gemäß § 38 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin, Nummer 3-2014 des Verzeichnisses über Vermögensgeschäfte. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Eine Beratung ist nicht vorgesehen.